So lange benötigst du, um 5 Kilogramm Körperfett zu verlieren. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie man abnimmt, aber wenn du dieses Geheimnis kennst, dann wird es garantiert klappen. Das Geheimnis ist das Kaloriendefizit. Wir verbrauchen Kalorien, also Energie, allein dadurch, dass unsere Organe arbeiten müssen. Sie müssen natürlich am Leben halten. Das Ganze nennt man Grundumsatz. Dazu kommt noch der Leistungsumsatz, denn mit jeder Bewegung, die wir tätigen, sei es putzen, sei es laufen, sei es gehen, verbrauchen wir auch Kalorien. Und wir nehmen Energie, also Kalorien, in Form von Nahrung zu uns. Und erst wenn wir mehr Energie verbrauchen, als wir zu uns führen, dann werden wir abnehmen. Leider haben meistens die besonders leckeren Sachen am meisten Kalorien. Deswegen ist es nicht so einfach abzunehmen, obwohl das Prinzip ja eigentlich simpel ist. Jetzt erkläre ich dir aber, wie lange es dauert, 5 Kilogramm Körperfett zu verlieren. So, ich habe jetzt was aufgezeichnet. Also, 1 Kilogramm Körperfett entsprechen 7000 Kalorien. Das bedeutet, 5 Kilogramm Körperfett sind einfach das Fünffache, heißt 35.000 Kalorien. So, wir haben hier jetzt Bob. Ne? Sagen wir mal Bob, der verbraucht 2500 Kalorien. Allein durch einmal durch den Grundumsatz und einmal durch den Leistungsumsatz. Und er wird erst Fett verlieren, wenn die verbrauchten Kalorien größer sind als die konsumierten Kalorien. Ne? Deswegen hier die Flamme, ne? Wenn das größer ist als das Gegessene, dann wird er abnehmen. Das bedeutet im Klartext, wenn er 2500 Kalorien verbraucht, dann muss er weniger Kalorien essen, das heißt weniger als 2500. Und dann ist er im Kaloriendefizit und wird abnehmen. Ich habe dir jetzt mal 3 Beispiele rausgesucht. Sagen wir mal, er konsumiert 2200 Kalorien. Das heißt, er verbraucht ja 2500. Dementsprechend ist die Differenz davon 300 Kalorien. Das heißt, er hat ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien am Tag. Okay? Wenn wir das jetzt mal durchziehen, ne, dann wissen wir, okay, 35.000 Kalorien sind 5 Kilogramm Körperfett. Wenn er jeden Tag 300 Kalorien aufopfert, würde er 116,66 Tage brauchen, das heißt 117 Tage brauchen, um eben 5 Kilogramm Körperfett rein theoretisch zu verlieren. Das sind 17 Wochen. Jetzt, zweites Beispiel. Okay, wir sagen, wir essen nicht 2200 Kalorien, sondern 2000 Kalorien. Das heißt, ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag. Wie das ganze Rechenbeispiel, das bedeutet, er würde 70 Tage brauchen, das heißt 10 Wochen. Und jetzt nochmal ein drittes Beispiel, wenn man sagt, okay, ich möchte hier richtig durchziehen, ne? 700 Kaloriendefizit ist schon hart. Das heißt, er dürfte nur 1800 Kalorien essen, damit er eben hier, ne, 700 Kalorien Defizit. Das bedeutet, er würde dann 35.000 Kalorien geteilt durch 700 Kalorien, das wären dann 50 Tage. Das heißt, wenn er 50 Tage lang durchhalten würde und immer nur 1800 Kalorien essen würde, rein theoretisch, dann würde er ca. 7 Wochen brauchen, um 5 Kilogramm Körperfett abzunehmen. Das ganze Beispiel ist nur theoretisch, denn natürlich gibt es auch immer wieder natürliche Schwankungen, das ist auf jeden Fall normal, nur das ist einfach hier das reine mathematische Spiel. Also wie gesagt, das war nur ein Optimalbeispiel, bei dem der Kalorienverbrauch nicht sinkt, weil je weniger Körperfett wir haben, desto weniger Masse muss der Körper mittragen. Dementsprechend geht unser Kalorienverbrauch auch etwas runter, aber rein vom Prinzip her klappt es auf jeden Fall. Nur bitte bedenke, je höher dein Kaloriendefizit, desto eher wirst du natürlich auch abnehmen, also desto schneller wirst du abnehmen, aber desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du Muskeln verlierst und desto härter ist natürlich auch die Diät, weil je weniger Essen du hast, desto schwerer fällt es einem natürlich dann, sich an die Kalorien zu halten. Was wollte ich dir damit zeigen? Es dauert seine Zeit, um 5 Kilogramm Körperfett zu verlieren. Ich meine, selbst bei einem Kaloriendefizit von 700 Kalorien am Tag, und das ist schon echt hart, brauchst du trotzdem deine 7 Wochen. Deswegen denk bitte immer langfristig und mach bloß keine Crash-Diäten. Ich sag's dir, es wird deine Optik nur verschlechtern. Und wenn du wissen möchtest, was ich dir empfehle, um deine Diät optimal zu gestalten, dann check das Video gerne ab. Dort habe ich alles erklärt zwischen Ernährung, Training, Schlafen und Wiegen. Ich würde sagen, ich bin raus. Hau rein, mach's gut. Ciao.